Herzlich willkommen auf meinem Testlaser. Einen kleinen Tipp, den ich hier abgeben möchte. Den Tipp hat mir ein Zuschauer geschrieben und ich muss sagen, herzlichen Dank. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt zu diesem Zeitpunkt. Und zwar ist das Kommentar, ich blende mal hier einen Screenshot ein. Problem ist, ich sehe deinen Kommentar unter meinem Video nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Es wird nicht angezeigt, aber ich habe es ja da bei der Glocke drin. Und da hat mir der Domme ST geschrieben, einen Link geschickt. Und dann hat er geschrieben, ich muss dazu sagen, Leute, wenn ihr Links schickt, gibt es da mal Probleme, weil das als Spam einkategoriert wird und ich muss das dann immer freischalten, also nicht wundern. Aber in dem Fall ist keine Sperre drin oder so, also ich musste da auch nichts bestätigen. Auf jeden Fall finde ich das Kommentar nur in dieser Art und Weise vor. Und zwar hast du einen Amazon-Link geschrieben und da hast du geschrieben, den hier kann ich empfehlen, ist ein Cinch auf HDMI-Adapter. Habe ich mit einem Daumen nach oben und natürlich auch ein Herz bestätigt das Ganze und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Und zwar ist richtig geile Nummer. Wir kennen die Geschichte hier. Ich hatte das ja erwähnt. Das ist so ein Adapter für SCART. Und dann haben wir ja hier unsere Cinch-Stecker. Teilweise haben die Fernseher hinten so eine Anschlüsse. Teilweise haben die Fernseher aber auch nur einen SCART-Anschluss. Jetzt gibt es aber auch den Fall, dass die neuen Fernseher oder bestimmte Fernsehersteller gar keinen Anschluss mehr von denen oder überhaupt SCART besitzen. Oder man braucht irgendwelche Kabeladapter und hat die nicht mehr. Und somit kann man dann hier seine alte Konsole nicht benutzen. Und da hat er dieses Teil geschickt. Und das möchte ich jetzt mal kurz unboxen und euch das zeigen. Deins kostete, glaube ich, 15 Euro. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ja, 15 Euro, 14,99 €. Und das fand ich ein bisschen teuer. Ich habe hier einen etwas günstigeren gefunden für 12 Euro. Und das ist das Stück hier. Und ist eigentlich das gleiche Prinzip. Ich fand nur, man hätte ja auch ein bisschen Geld sparen können. Und zwar hier ist noch eine Anleitung dabei. Und das Teil möchte ich euch zeigen. Es ist echt genial. Ich muss dir da wirklich danken. Ihr habt hier ein USB-Kabel mit dabei und diesen kleinen Kasten. Mehr ist es nicht. Und ich dachte auch so, wie soll dieser kleine Kasten, wie soll das gehen? Wie soll er das alte Signal umwandeln in HDMI? Und keine Ahnung, wie das geht. Hier könnt ihr noch umschalten zwischen 720p und 1080p. Und ich habe das Ganze jetzt für den PC-Monitor benutzt oder will es für den PC-Monitor benutzen. Somit spare ich mir nämlich einen Fernseher. Also ich muss mich echt nochmal bedanken, weil du hast mir mit dem coolen Teil einen Fernseher erspart. Und zwar werde ich dafür nämlich meinen anderen Monitor benutzen, der jetzt hier auf der linken Seite hängt. Und zwar zeige ich euch das Ganze. Das Ganze geht so. An dieser Stelle müssen wir mal kurz stoppen, denn ich glaube, ich habe was vergessen zu erwähnen. Dieser Adapter, der jetzt das Cinch-Signal umwandelt auf HDMI, der ist natürlich nicht nur für die PlayStation. Ihr könnt das Ganze benutzen für den Super Nintendo, NES, N64, Camcorder, alle Arten von Geräten, die Cinch-Ausgang haben oder Cinch abgeben. Das heißt, dieses Videosignal und links und rechts das Signal. Das könnt ihr alles an diesen Adapter anschließen und das über HDMI, über euren Fernseher, Monitor oder was sonst ein HDMI-Eingang hat, abgeben. Und das in 720p oder 1080p. Ich finde das richtig gut. Das wollte ich nochmal kurz ranhängen. Nicht, dass man denkt, nur weil da eine PlayStation 1 steht, dass es nur für die PlayStation 1 geht. Das geht natürlich für alle alten Konsolen. Wie gesagt, N64, Sega, GameCube und. Also an dieser Stelle auch nochmal an den Kollegen, der das gepostet hat. Du bist der Beste, ehrlich. Ihr nehmt das USB-Kabel auch ordentlich lang, muss ich sagen. So einen halben Meter fast. Um es genau zu sagen, ist es 81,5, also fast ein Meter. HDMI-Kabel mit dabei, hier Micro-USB, nicht mal. Das ist Oldschool-USB. Hier Fett, wie heißt denn das hier? Mini-USB, glaube ich, war das. Nicht Micro, Mini. Der kommt hier rein, dann kommt das Ganze in den USB-Stecker rein. Dann kommt Strom drauf. Dann steckt ihr euren HDMI-Kabel, steckt ihr hier rein, zack. Und das ist kein Witz, Leute, das funktioniert wirklich, es ist abgefahren. Signal, das ist für Ton, links und rechts, das steht dann hier auch unten. Und jetzt drehe ich euch auf meinen Monitor. So, wir schalten den Monitor um auf HDMI, jetzt seht ihr hier ein blaues Bild, das kommt hier von unserem Kasten, weil wenn ich jetzt hier das USB rausziehe, ist aus. Das heißt, USB wird versorgt mit Strom. Wir haben 1080p und ich schalte jetzt die Sony PlayStation 1 ein.
Zack. Und jetzt sehen wir da oben was in grün. Das verarbeitet das kurz, aber es funktioniert. Ton haben wir auch. Und Alter, wie ich den Start liebe von der PlayStation 1. Ey, ganz ehrlich, ich bin dir ultra dankbar. Ihr seht hier unten auch Asus. Mein Monitor ist von Asus. 27 Zoll. Und ich habe das jetzt nur auf den 27 Zoll getestet. Bei mir ist das Problem, der Monitor geht hier hinten noch so ein bisschen weiter. Ihr seht das ja bis hierhin. Und er schaltet auch immer wieder um. Aber das Spiel startet ganz normal. Dann wird hier oben auch 1080p angezeigt gleich. Da jetzt AV PAL steht da jetzt zum Beispiel. Und das Spiel wird gestartet. Es funktioniert. Ich finde das richtig geil. Ich mache mal leiser. Ich finde das richtig geil, aber ich möchte euch das Bild zeigen. Hier sehen wir das noch nicht richtig. Ich gehe mal rein ins Spiel, starte das Spiel mal. Ja, mit meinem schönen Oldschool PlayStation Controller. Ey, das ist so geil, das Teil. Ehrlich, so geil. Oh, die Musik, ne, von Final Fantasy 9, ey. Ein Traum. Dum, 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 dum. So, und jetzt sehen wir das Problem. Das stört mich aber nicht. Wir sehen hier einen schwarzen Balken. Der geht hier oben am Bildschirm und hier an der Seite. Und hier ein ganz kleiner Balken nur. Wir haben zwar das ganze Bild, aber es ist nicht zentriert. Problem ist aber auch, ich kann jetzt, wenn ich hier ins Menü reingehe und dann unter Bildeinrichtung, kann ich das nicht positionieren. Ich kann auch nicht, also es ändert nichts, wenn ich jetzt hier auf Vollbild gehe. Wie ihr seht, ändert das nichts. Und hier auch nicht, Overscan. Deswegen habe ich 1:1 gemacht, weil das Bild halbwegs, es macht eigentlich keinen Unterschied. Es ist scheißegal. Ich kann das Bild auf jeden Fall nicht positionieren. Und ich weiß auch gar nicht, ob das möglich wäre mit den Optionen hier. Kamera. Nee. Das geht hier nicht. Es geht aber auch nicht im Menü von der PlayStation. Also, das muss man sich klar werden. Ich mache mal hier Pause. Also, das muss man sich klar werden, dass hier so ein Balken steht. Ich weiß nicht, wie es am TV wirkt. Ob da auch so ein Balken entstehen würde. Wenn ich jetzt hier umschalte am Kasten auf 720p, das mache ich jetzt mal, dann wird das Bild klein, wie ihr seht. Ich mache mal Start. Jetzt ist es zentriert in der Mitte, aber guckt euch das an. Das ist winzig. So, und jetzt gehe ich wieder auf 1080p. Zack. Und ja, dann wird das halt eben hochskaliert oder so angezeigt. Spieltechnisch ist das aber in Ordnung, muss ich sagen. Ist halt verpixelt, aber man kann alles lesen. Das war mir wichtig. Und ja, funktioniert auf jeden Fall. Jetzt kann ich noch kurz zeigen, ihr könnt hier auch Audio rausnehmen. Jetzt nur noch die linke. Rechts. Jetzt ist nur noch rechts und nicht mehr links. Und jetzt wieder beides. Wir können auch beide Stecker ziehen, da haben wir gar keinen Ton, sondern nur Bild. Ja, funktioniert richtig gut, die Box. Ich bin begeistert. Und ja, das ermöglicht mir jetzt auf jeden Fall PlayStation 1 auf dem Monitor zu spielen mit HDMI. Also besten Dank nochmal an dieser Stelle. Den Kasten hier für das Geld packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Das war's. Ich verabschiede mich und werde jetzt hier ein bisschen gemütlich meinen Final Fantasy spielen. Tschüss, euer Laser, euer Testlaser. Und schaltet auch wieder ein, wenn das heißt Testlaser oder so. Tschüss.